Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Oder wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, herzlich willkommen. Mein heutiges Video wird die sogenannte 5-Minuten-Make-up-Challenge. Und ich habe in der Vergangenheit schon mal diese 3-Minuten-Make-up-Challenge auf meinem Kanal gemacht. Die ist komplett in die Hose gegangen. Und das Ergebnis war halt echt nicht so cool. Und irgendwie hatte ich mich kurz vorher beim Rasieren geschnitten und Katastrophe. Voll viele von euch hatten sich aber gewünscht, dass ich so eine Make-up-Challenge nochmal neu mache. Und genau das machen wir heute. Und mein Ziel, also der Vorsatz, ist halt richtig, richtig gut zu sein. Ich bin gespannt, ob und wie ich das alles jetzt hinbekomme. Ich habe mir alles hier schon so ein bisschen vorbereitet. Alles ist schon so ein bisschen auf. Ich habe mir die Pinsel zurechtgelegt. Aber es ist ja noch nichts auf meinem Gesicht. Dementsprechend ist es kein Schummel. Und ja, ich bin echt aufgeregt. Irgendwie muss ich sagen, setzen mich diese Make-up-Challenges immer mega unter Druck, weil ich mich halt mega unter Druck setze, weil ich mir die ganze Zeit sage, komm, du musst das hinkriegen. So, work. Okay, aber ich würde sagen, ohne noch länger um den heißen Brei herumzureden, dadurch wird meine Aufregung definitiv nicht besser. Fangen wir direkt an und ja. Ich habe mir den Timer jetzt hier auf 5 Minuten eingestellt und ich würde sagen, 3, 2, ah, nee, ich, oh, Entschuldigung. Ich kann das nicht. Oh Gott, ich bin... Okay, ich muss schon überlegen, wie ich meine Handgriffe mache. Ich bin hart aufgeregt. Okay, jetzt aber. 3, 2, 1, los. Okay. Einziger Vorteil im Vergleich zu letztes Mal ist halt, dass ich 2 Minuten länger habe als letztes Mal. Ich bin echt so... Ich setze mich gerade so hardcore unter Druck, weil ich sehe diese Videos immer und ich denke mir... Also an sich, so ein paar Sachen hätten sie echt schneller machen können. Aber jetzt, wenn man selber in der Situation ist, sich in 5 Minuten fertig zu machen. Und ich weiß, voll viele von euch machen sich jeden Tag in 5 Minuten fertig. Aber, ja weiß ich nicht, zum Beispiel zur Schule oder so trägt man halt auch definitiv ein anderes Make-up als ich jetzt gerade hier. Was, es ist schon eine halbe Minute rum? Okay, schneller Beauty Blender. Okay, Beauty Blender ist raus. Scheiße, ich will nochmal von vorne. Okay, das hole ich wieder auf. Jetzt ist nicht mein Concealer alle. Ah, ich schmeiß einfach nur noch alles hin. Oh Gott. Schneller, schneller. Oh mein Gott. Du hast noch so viel. Ich habe noch so viel vor. Oh Gott. Aua, voll ins Auge. So. 1,5 Minuten sind rum. Ah, viel zu viel Puder. Puh. Oh Gott. Sorry, dass ich die ganze Zeit nicht in die Kamera gucke. Ich muss mich halt konzentrieren. Oh Gott. Also, als nächstes so ein bisschen Bronzer. So, okay, das sieht gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Ah, das Handy ist ausgegangen. Das Handy ist ausgegangen. Okay, noch knapp 3 Minuten. So, wo sind... Jetzt kommt das eigentlich Schlimmste. Halbzeit, okay. Fuck, fuck. Oh Gott. Ah, Augenbrauen unter Zeitdruck. Ich kotze. Allein für die Augenbrauen brauche ich normalerweise 5 Minuten. Ja, jetzt schreibt mir noch irgendjemand. Ich filme eine Make-up-Challenge. Oh Gott, ich habe was anderes zu tun. Okay, das sind bestimmt nicht die schönsten Augenbrauen der Welt. Ich kann das noch retten, ich kann das noch retten. Pflaumenkuchen. Ich habe schon wieder meinen Schildkrötennacken hier. Okay, weiter. Lidschatten.
Pinsel ist zu klein, wir müssen heute großflächiger arbeiten. Ah, und alles fällt runter. Oh Gott. Wir haben keine Zeit für Präzision. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Jetzt noch ein bisschen Highlight unter der Augenbraue. Ah, Stress. Oh Gott, bitte Zeit. Bitte Zeit. Ich habe noch eine Minute. Oh Gott. Okay, Moment. Was muss ich noch machen? Jetzt erstmal die Prioritäten. Highlight. Boom. Highlight rettet im Zweifelsfall nämlich alles, habe ich gehört. Noch ein bisschen mehr Bronzer. Kontur mische ich einfach, für alles andere habe ich keine Zeit. Schnell, oh scheiße, noch 30 Sekunden, ich muss noch, oh kacke. Wimpern. Ah, hab sie nicht richtig gegriffen. Die Nägel sind zu lang. Und ich brauche irgendeinen Lippenstift. Keine Ahnung, was das hier ist. Kacke. Nein! Na toll. Das hier ist mein Ergebnis. Ich wollte so viel besser sein. Die Wimpern sind ja Katastrophe. Ach du, und hier ist noch alles voll. Moment. Kacke. Oh. Ja. Also ich muss sagen, Gesicht, also Haut, super. Bisschen fleckig hier. Aber an sich gut. Die Augenbraue, auch gut. Die nicht so. Die ist aber eh meine schlechte Augenbraue, deswegen ist es okay. Die Wimpern gehen gar nicht, also ganz ehrlich. Ich müsste hier nur noch so zu... Oh, nee, ich darf's ja nicht. Seht ihr das, wie schief die draufgeklebt sind? Mist, ey. Bronzer und Highlight gefallen mir sehr. Auf jeden Fall. Ja, und die Lippe waren 5 Sekunden. Da war es irgendwie wahrscheinlich dumm, Liquid Lipstick zu nehmen. Weil hier ist es auch alles ausgelaufen. Und übergemalt. Ich hatte einfach einen Gloss oder irgendwie... Weiß ich nicht. Sowas hier nehmen sollen. So ein Nude Lippenstift oder so. Das wäre wahrscheinlich im Endeffekt ein bisschen schöner gewesen. Pech gehabt. Also die, allein die Wimpern, das geht. Mann, ich habe mir so gewünscht, dass ich es besser hinkriege. Na gut. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir definitiv mal einen Daumen hoch. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn es andere Make-up-Challenges gibt, die ich auf jeden Fall ausprobieren soll, lasst mich das mal hier unten in der Kommentarbox wissen. Ich kann gar nicht weggucken. Die Wimpern sehen so schlimm geklebt aus. Normalerweise kann ich das so gut und so schnell. Glaubt mir. Bin echt ein bisschen frustriert. Naja. Ich glaube, das ist alles, was ich für heute zu erzählen habe. Ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Lieben. Habt einen schönen Tag.